Wo seht ihr jetzt meine Markierung? Warte, ich muss jetzt mal das Handy wieder rausgraben. Peng, peng, peng. Hauptsache, der Thorsten macht eine Premium-Markierung, ne? Ja. Ja. Peng. Thorstens habe ich direkt gesehen. So, warte. Nicht der Peng. Ja, also Busch habe ich gesehen. Busch Green. Wir müssen jetzt lang gerannt. Ich bin hier hinter dem Polizeistation? Ja. Hier auf den Gleisen. Hä? Hey. Wo ist hier? Hallo, bist du blind? Hä, hey, ich sehe dich nicht, dreh die ganze ja, Zeit. Ja, rechts, ja. Ach da. Bist du zu versteckt im Gras? Ich bin halt im Busch. So, ist da eine Polizeistation von euch? Ja. Ja, ich bin oben drauf. Ja, ich sehe dich, okay. Wie ist perfekt sonst? Angepasst. Gelb auf dem gelben Polizei. Ja. Kann man seine Klamotten auch perfekt einsetzen. Okay, dann hast du ja eine Übersicht, wenn jemand kommt, ne? Da ist jemand mit SKS-Schaufel-Motorradhelm. Wer ist das? Abschießen kenne ich nicht. Gerne. Abschießen. Sie wurde schlecht gelootet, hier liegt eine Pepsi-Dose. Eine Spite. Bist du jetzt einig? Ach, wer ist denn hier? Ich. Nee, ich bin schon hochgerannt. Ach so. Ich mach mal unten die Tür zu, ne? Kannst du machen. Geh mal ein bisschen mehr ins Hausinnere rein, nicht dass sie mich da runterwerft. Ja, die Angst habe ich auch gerade bekommen. Echt nett. Hier liegen null Racks am Boden. Ja, ich hab die auch schon gesehen. Und das ist super, dass man das machen kann, null Racks, aber immerhin. Fallout gehört für die Verbindung. Fallout? Nicht gut. Fallout Girl? Oh. Glaubt ihr Pflicht auf der RTS? Ja. Jetzt höre ich euch wieder. Ach so, okay. Was hast du denn für Internet, Fallout Girl? Hier im Wohnheim weißt du, mal ist es richtig gut, mal ist es richtig schlecht. Scheiße. Je nachdem, wie aktiv die anderen Mitbewohner hier sind. Ja, sag denen mal, sie sollen aus dem Internet gehen. Richtig. Schrei sie an. Ja, bei mir steht ja schon wieder alle wie eingefroren. Okay, also zum Glück ist bei mir nur mein Handy und mein Computer, der das Internet nutzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchem Router ich drin bin. Auch ein bisschen. Ach, da hinten rennt ein Zombie, oder? Das ist der Tom. Wo ist ein Zombie? Oh. Ne, ich glaube, da hinten ist der Tom nur vorbeigerannt. Ne, der steht unten. Oh. Okay, da war es ein Zombie. Hey, oben. Ey, wo oben? Hey, da ist der Stock. Also. Vor der Tür, du. Was dein Charakter macht, ist. Ja? Jetzt ist er aufgestanden, jetzt ist er ruhig, jetzt läufst du rückwärts. Jetzt will ich gucken, wo jetzt das kann ich gemein. Euch auch sehen. Jetzt kann okay. Ich euch auch sehen. Aber nicht, dass du runterläufst. Nein, nein. Okay. Das wäre doof. Also ich würde sagen, unser Sniper schaut hier mal, ob jemand vorbeirennt und wir rennen dann. Wir müssen uns eigentlich vorne in den Häuser verstecken und. Ah, hi Tom. Wenn er sagt, es kommt jemand auf die Straße, dann einfach aus den Häusern heraus. Und direkt überfallen. Genau so, hey, stopp. Dann einfach von allen Seiten kommen. Wie viele Häuser sind denn hier gegenüber? Ach, genügend. Auf Info? Ja? Schick mich mal herum, wo du am besten die Übersicht hast, auf die Straße. Also, ich hab ziemlich weit gut rechts den Überblick. Geradeaus und rechts. Geradeaus und dann rechts, okay. Links fast gar nicht. Jeder okay, eine Haus rechts, aufteilen. Ne? Jeder ein Haus oder aufteilen, das ist dasselbe. Ja, ich meine, dass wir gucken haben, oder dass jeder eins geht. Also ich kann am besten sehen, wenn jemand in die Stadt reinläuft. Rest ist winkelabhängig. Okay. Also ich würde sagen, wie viele Leute sind wir jetzt? 1, 2, 3? Hier hinten Fallout Girl? Nee, das ist noch Tom. Fallout Girl? Wo machst du? Ich komm zu euch. Okay. Und ich würde sagen, ja, machen wir so. Zweiergrüppchen. Mhm. Und der Tom. Der darf sich entscheiden, wo. Ich gehe mit dem Mädchen in ein Haus.
Vollhafter. Das war so klar. Thorsten, ich komme mit dir. Ja. Wenn du mich nicht wieder besteigst. Ich besteig dich nicht, hallo. Ja, wir sind nicht auf der Straße. Also, oh, ich werde jetzt feucht. Nein, Tobi, du bist ein eigenes. Ich bin jetzt auf der Straße, ja. Hey, Thorsten, wo bist du denn jetzt hingerannt? Ich bin hier. Okay. Ich glaube, wir sind im falschen Haus, oder? Sieht der Informationslager aus hier. Soll ich dir sagen, wir gehen in das... Welches Haus findest du am hübschesten? Hier, das mittlere. Thorsten? Ja. Naja. Wo bist du jetzt? Ich bin noch kurz draußen. Oh, da kommt man schlecht raus. Das stimmt schon. Was meinst du, welche Gegend ist am sichersten für unsere Kinder? Wo ist denn Tom? Wo könnten sie spielen? Wir spielen beide Frauen, das wisst ihr dann, ne? Ach ja, scheiße, ich bin eine Frau. Wir haben eine Lesbenbeziehung. Ich wollte es ja nur erwähnt haben. Aber hier, das ist doch schön klein. Ein bisschen blutig. Wir nehmen das Haus, Tom. Jetzt. Tust du mir einen Gefallen? Gehst du mal zu unserem Gegenüber? Nee. Und Tom, nicht du. Tom. Ist aber sehr offen, das Haus, ne? Über Fenster. Eben, dann sehen wir ja perfekt. Thorsten, ist hier auf oder Tür zu? Macht jemand zu. Okay. Nee, gegenüber, okay, das andere das Haus ist vielleicht besser. Hm. Ja, schließ. Du hast mich ausgesperrt. Ich glaube, ich geh mal von der Polizeistation weg und such mir mal einen Hügel oder so. Hallo? Hallo? Ja, bei mir stockt's schon wieder. Ich weiß auch nicht. Okay, ich bin hineingekommen. Einfach mal die Vielleicht anderen muss ich meinen Laptop mal eben neu starten. Also ich wechsle mal Position. Okay. Das ist mir dann doch ein bisschen am besten, da oben. Was machst du hier? Du glitschst halbwegs durch die Wand. Jetzt bist du beim Kühlschrank. Du gehst immer zum Kühlschrank. Kühlschrank. Genau, bist du auch immer am Essen. Genau. Der Herr ist hier. Komm hierher. Ja, ja. Wieso haben wir eigentlich ein Bett im Schlafzimmer und ein Bett im Wohnzimmer? Wo ist der Herd? Wieso haben wir hier einen Ofen? Ach, das ist gleichzeitig der Herd. Kann man den anschmeißen? Nee. Thorsten, ich starte mal eben alles neu. Ja, ich beschütze dich dabei. Zwei Männer im geschlossenen Raum, ringsherum, keine nur Tür. Du kannst ja hier ist hast du genug Platz und genug Aussicht und. Ja, stimmt, ich habe zwei kleine Fenster, wo ich rausgucken kann. Ja, ich meine, du nimmst das große Zimmer einfach. Da hast du ganz viele Fenster, wo einer durchschießen kann. Deswegen bleibe ich hier sitzen. Info, du hast alles im Blick. Ich wechsle gerade Position. Okay. Ich bin jetzt auf dem Hügel am Waldrand. Wien, wo bist du jetzt? Ich denke mal, ich gehe zur ersten Felsformation hoch, weil man hat einen guten Überblick. Jetzt hörst du dann die Vorlaut herumschreien, so. Macht mal das Internet aus! Ich will spielen! Oh, die ist ja schon rausgegangen. Also, die already use das würde sie nicht machen. Nee, ich mein's als Witz. Nicht ernst gemeint. Da ist einer, der soll ihn abschießen. Der hat nichts, aber soll ich ihn trotzdem abschießen? Was ist ein Newbie? Ne, eine SKS, aber soll ich ihn abschießen? meinst du den Tom? Ja, der rennt die ganze Straße auf und ab. Und die Position ist cool. Ich weiß ja nicht, was er nicht verstanden hat, geh ins Haus gegenüber, aber naja. Im Haus gegenüber ist niemand. Darum geht's ja gerade, geh da hin und guck, pass auf. Green ist zwei Häuser weiter, wir sind dir gegenüber. Oh, das ich sind, das sind Zombies. Gemeint, ne? Was? Ich snipe mal ein paar Zombies. Deswegen der Vorlauf, ja. Was, das mit dem Schreien? Ja. Achso, ja. Habt ihr gehört, ich snipe mal ein paar Zombies. Ja. Ja. Lange Tommy hat Zombie endet. Oder bist du jetzt endlich im Haus drin? Im Haus. Ah, okay. Oh. Hat doch noch geklappt. Im Haus. Wenn ich hätte, dass es doch noch klappt. Wir haben Sniper gehört. Bis jetzt ist er tot. Recht wenig los, ne? Mhm. Mach ich mal nebenbei die Sion auf der Playstation. Muss ich mal von Tommy noch die vielleicht Sachen gucken. Wir haben hier einen kleinen Meth. Schlampe, Meth und Meth-Schnitte. Was? Ich könnte einer meiner Freunde anschreiben, die sollen hier vorbeikommen, aber was zu tun? Und der bedankt sich. Sind das gute Spieler, deine Freunde, oder?
Thorsten, wie schätzt du Marco ein? Boah, ich denke schon, dass er nur einigermaßen was drauf hat, oder? Naja, Marco rennt vor jedem Zombie weg. Hätten wir also hören müssen, wie er geschrien hat, dass ich auf dem Lands überquert durch den Airfield durchgerannt bin. Der Server die ganze Zeit schreit er mich an, das kann ich doch nicht machen. Was ist, wenn uns jemand sieht? So, jetzt habe ich echt einen sehr guten Überblick. Immer noch das gleiche Gebiet, wo wir sind? Okay. Guten Tag. Hallo. Hi. Hey. Lange nicht mehr gehört. Und wie geht's im Internet? Tja, müssen wir gleich sehen bei Daisy. Na, mal hoffen. Warum hast du jetzt dein Inventar hier ausgeleert, Thorsten? Weil das alles ruined ist. Ich hab dich diesmal nicht abgeschossen. Und das ist wahrscheinlich noch, weil du mich das letzte Mal abgeschossen hast. Ja, ja. Wenn ich dir jetzt einen Schuss in den Kopf gebe, dann kann ich dich looten. Ist alles noch in Ordnung. Ich bin der Recht mich. Hoffe ich. Oh, noch ein Zombie. Sorry, weil ich gestern nicht mit ihm gespielt habe. Warte, ich wollte mit dem Kopf durch die Wand. Hat nicht geklappt. Kopf durch jetzt. Ich will backen. Ich will Bugs ausnutzen. Info Nein. Macht Sniper-Training. Info? Ja. Hast du geschossen, ne? Ja, ja. Hab hier ein paar Zombies. Okay. Also, da kommen sicher Spiele, wenn sie hören. Buff, buff. Das ist doch anlocken. Oh, da schießt jemand. Gehen wir in die Stadt. Mal schauen. Lohnt sich. So, Tommy von Daisy. Was machst du? Schaust jetzt ein Video von jemandem? Ja. Okay. Also ich habe jetzt nebenbei die PlayStation. Welches Video denn? Würdest du uns empfehlen? Kannst du das schon, das ich noch nicht geschaut habe, da haben wir zwar nur in-game nicht auf dem Teamspeak geredet, aber... Von Tommy würde ich Nether empfehlen. Okay. Da habe ich vorhin reingeguckt. Wieso stirbt er? Der Info war doch dabei, ne? Jupp. Da hatte ich mich dafür. Deswegen fehlt er. Hab meine eigene Folge gemacht. Auch. Fremdwerbung. So, ich lege mich hier auf dem Bett hin und schlafe mal eine Runde. Gute Nacht. Der Swiss Green hat 3 Abonnenten. Dafür, dass er kein Video geuploadet hat. Wirklich, hab ich 3. Das ist cool. Ja. Auf meinem anderen, auf dem ich Videos habe, mit 1500 Views, ne? Zwar nichts mit Let's Plays zu tun, aber trotzdem 1500 Views, habe ich 2 Abonnenten. Mein erstes Video, was nur mit Sarahza zu tun hatte, mit Sarahza und den DayZ Let's Play, hat 6000 Views. Oh, was? Voll der Angeber, stimmt. DayZ. Part 1, eine Begegnung mit Sarah zum Co. Vor 2 Monaten hatte 37 Sekunden 6000 Aufrufe. Fallout Girl, sieht die Decke schön aus? Stimmt. Bei mir schaust du nach oben. Wir hatten Tommy noch verlegt, Bronze. Ich bin noch nicht richtig drin. Doch jetzt. Okay. Ich schlafe hier auf dem Bett. Irgendwas falsch. Wieso? Ach. Der Infolager hat 5 Videos hochgeladen, 25 Abonnenten. Ja, toll, du hast mich ja auch schon überholt. Mit 3. Oh, ich drehe mich mal im Bett. Hui. Also wer will, darf meinen Kanal abonnieren. Mosi-Munition? Nee, eben nicht. Ich muss mal gucken. Die habe ich verloren, als ich den Server-Neustart gehabt habe und... Nee, ich habe einen Haufen M4, aber keine Mosin. Na, ich habe auch nur M4. Yay! Ja, vielleicht treffen wir auf einen Sniper, den wir töten können. Wenn noch weiterhin so viele Zombies ankommen, habe ich bald keine Munition mehr. Wie werden wir dann beschützt? Oh, der erste Zombie, der wirklich nahe kommt. Der erfahrene Info, der das Spiel schon länger spielt. Fallout, ich schmeiß die mal was hin.
Da hinten liegt's. Ja. Ach. Oh, super, danke schön. Bitte schön. Ich hab nur einen 60er, das ist super. Aus dem raus. Irgendwie kommt hier keiner vorbei, ne? Die warten alle in Elektro, dass jemand kommt. Ja, kann man hier ein Newbie vorbeikommen. Lohnt sich dann zwar total, aber naja. Ja, trotzdem. Wer weiß. Vielleicht locken wir mit dem Newbie mehrere Leute hier hin. Wenn nicht, glaube ich, hab noch 10 Minuten keiner kommt, gehen wir mal nach Elektro, oder? Jo. Mhm. Können wir machen. Tom, hast du noch mal eine Handschellen? Tom überhaupt noch da? 98? Ich habe auf jeden Fall Handschellen. Okay. Falls wir jemanden treffen. Ich habe Handschellen, aber damaged. Ich habe Pristine. Leute? Ja, du fliegst ja raus. Wer ist hier gejoint? Ich bin rausgeflogen und wieder reingekommen. Geil. Du bist hier zweimal drin. Und in der 7 bin ich auch raus. Da steht, du wurdest gekickt. Ah, jetzt ist einer raus. Ja. Doofe Kopie von mir. Infolager, du joinst. Du bist die Kopie, du bist joinst gerade auf dem Server. Was macht ihr denn mit deinem Internet? Ich dachte, mein Internet ist scheiße. Ich dachte, ich kann für dieses Internet hier nichts. Beschwerde. Es könnte sein, dass der eine Router immer um diese Uhrzeit einen automatischen Reset macht, immer zwischen 1 und 2 Uhr. Was? Das kennen wir irgendwo, ne? Ja, das habe ich umkonfiguriert bei mir. Ach stimmt, da hast du aber zwischen 4 und 5 oder sowas, ne? 5 und 6 habe ich jetzt. Ah, siehst du. Hast du? Sieht so gefährlich, Daisy. Du hast das schnell auf den anderen Router geswitcht. Ein Zombie. Siehst du was Schönes am Fenster? Zaun. Nee. Kann nichts sehen, weil es bei mir schon wieder hängt. Oh. Du rennst bei mir auch hier gegen die Wand. Das mache ich gerne. Immer mit dem Kopf gegen die Wand. Yay. Immer einfach blind durch die Welt. Thorsten, hast du den Zombie auch? Ja. Wallet Girls Act Timed Out. Hm. Ja, bei mir ist jetzt wieder hier hin. Gemütlich. Bin rausgeflogen, ja. Bist du sofort, nachdem du reingekommen bist, rausgeflogen, etwa? Ich? Nee. Ich war relativ lange jetzt auf dem Server, aber dann fing es wieder an zu laggen und ich hatte ewig meinen Smart Protector Case in der Hand. Oh Mann. Ich hab einen Kumpel, der noch mitspielen würde. Klar. Wer hat einen Kumpel? Ich, Info. Ach so. Ja, das mir ist auch egal. Wen denn? Dein Teamspeak, du entscheidest. Nicht meiner, aber also, hat man Rechte. Ja. Er müsste aber noch zu uns hier laufen. Jo, kann er machen. Das ist ja doch nicht mal. Ist ein ganz stiller. Jonas? Da ist. Ja, Jonas. Cool. Haben wir nicht letztens. Ach nee, das war ein Jonas.
Jonas. Ja, also. Jonah. Jonas. Der macht den Alkohol und der Desinfizierungszeug nicht. er hat nicht geantwortet, das habe ich ihn festgenommen. Selber schuld. Nachher hast du ihm Desinfektionsmittel genommen. Selber schuld. Dominik, was machst du da? Warten. Ich weiß nicht, du willst irgendwie durch die Wand willst oder was? Ja, mit dem Kopf durch die Wand. Oh Mann. Info, du bist wieder auf dem Server? Ja, okay. Ja. Das ist. Ja. Sag mal, ist Tom Mann überhaupt noch da? Der sagt ja gar nichts mehr. Ja, ich bin noch da. Der Kühlschrank ist leer. Ich muss was zu essen besorgen. Ich will mal einkaufen. Noch was willst du haben? Ich hab auch noch was. Okay. Oh, der Kühlschrank ist leer. So, okay, warte, ich will was rein. Lass mich rein, Kühlschrank. Oh, da war eine Tür. Wo ist der Kühlschrank? Backst du bei mir hier durch den Boden? Nein. Da vorne ist der Kühlschrank. So, was wollen wir da reinschmeißen? Wir brauchen ihn nicht. Hier eine leere Pepsi. So, Kühlschrank ist voll. Hallo. Hallo. Achso, die Tür geht gar nicht auf. Ich muss nicht ganz natürlich die Tür aufmachen. Ja, ich leg mich hier aufs Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber ich nehme mal die M4 behalte ich in der Hand, während ich im Bett liege. Sicher, sicher. Ja. Hat's Pü. Lass das schnarchen sehen. Kommt immer noch keiner. Ich wälze mich, ich kann nicht einschlafen. Ich wälze mich im Bett. Kommst du von Zombies? Träum von dir. I. Deswegen nicht vom Fallout Girl. Also in-game bin ich auch eine Frau und sie auch und ich weiß ja nicht. Ah, da ist sie wieder. Hey Fallout Girl. Hey. Hallo. Hey. Sag mal, also in-game ist sie schon sexy. Also jetzt mit der Sonnenbrille, mit dem Bänder. Ja, das weiß ich ja nicht. Oh. Was soll ich das wissen? Nur der Dominik weiß, wie sexy ich in Real Life aussehe, ne, Dominik? Dominik, ich geh mal zum Brunnen, nicht, dass du das schon was. Warte, ich glaube, wir können jetzt nach Elektro laufen, hier kommt echt keiner. Ja, ich bin noch erst zum Brunnen. Meine Wasserflaschen auffüllen. Connection lost. Ups. Connected. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Was war das jetzt? Ihr habt alle die Verbindung verloren. Außer Green und ich. Okay. Geil. Und die Fallout Girl verliert wieder die Verbindung. Rennen wir jetzt nach Elektro oder nicht? Das kommt drauf an, wie jetzt mit Fallout, wie es mit ihr weitergeht. Ja, Fallout, ich glaube. Fallout kommt dann hinterher. Ja. Ja, ich komme ja nicht mehr aus dem Haus raus. Ich sterbe bestimmt heute wieder durch dieses Lake.